Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'du. Ich wurde gefragt, ob ein Muslim ein Fundamentalist ist. Die Antwort ist sehr leicht und einfach. Nein, ich als Muslim bin kein Fundamentalist, denn diesen Namen hat mir Allah nicht gegeben. Wie wir auch andere Namen nicht akzeptieren, die uns unsere Gegner, Feinde oder Freunde geben, akzeptieren wir auch diese Namen nicht. Wir sind Muslime, wie Allah im Koran und Karim sagt. Wir werden auch nicht sagen, was ein Oberbürgermeister sich bezeichnet hat, dass wir ihm nachahmen, denn der ist nicht für uns ein Beispiel. Unser Beispiel ist der Koran und die Sunna. Und wir wollen nicht mit unserem Namen jemanden verärgern oder ihn provozieren und so Antwort geben, sondern wir sind Muslime, die die innere Ruhe, die Gemütlichkeit und das Bestreben nach dem Glück in diesem Welt und in dem ewigen Leben suchen. Deswegen Namen und Begriffe mit darüber zu diskutieren und zu zeigen und nachahmen, ist nicht von unserem Verhalten. Möge Allah Azza wa Jalla uns auf dem geraden Weg halten und uns nicht zu irre führen. Barakallahu fikum.